Hallihallo und damit wieder einmal herzlich willkommen zurück zum 50er, 60er Blockbuster Mafia 2. Wir müssen das Red Dragon Restaurant überfallen. Haben wir Waffen dabei? Wir haben keine Waffen dabei. Also wir haben schon Waffen dabei, aber... Oh, warte mal. Oh, alles klar. Gut, auf geht's. Noch ein Schlückchen trinken. Schick. Entschuldigung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast ja. Du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Ja, das haben wir gesehen, aber... Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Gib den Arsch, ich bin dabei! Hab gleich keine Kugel mehr! Alter! Kommt her, ihr kleinen Wichser! Komm schon! Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Komm! War das alles? Gut. Na los, Vito, mach sie platt! Ja, mein Gott! Pass auf, sie schießen von oben! Ja, ich sehe. Eins. Zwei. Hallo? Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Da. Los, Vito, wir rücken was? Nach. Ach so. Oh, nein, der arme Fisch. Ich dachte, das ist irgendwie ein Palmenblatt so aus dem Augenwinkel, was hier so. Schnapp dir den Kerl auf der Treppe. Welche Treppe? Ach, da. Oben im Fenster! Aus dir mach ich Wasser von da! Da habt ihr mit den Falschen angelegt, was? Nein! Alter! Möchtest du deine ganze Familie verrecken? Hey! Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Ernsthaft? Das ist scheiße. So, Rito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Ich bin dabei. Hallo? Zeig ihnen, mit wem sie sich angelegt haben, Vito. So. Das ist für Henry, ihr Drecksäcke. Es ist noch Essen da unten. Sehen wir mal nach. Oh, ich mag Essen. Los, Vito, wir rücken nach. Erstmal gucken hier. Pass auf, da kommen noch mehr. Hält euch den ab. Ich wollte hinter den Pfeiler. Danke. Scheiße! So, Schmerzen! Oh, guter Schuss, Vito. So. Alles klar. Gut, dass ich einen Schutzhelm auf hab. Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Kommt her, ihr kleinen Wichser! So. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Ist gerade ein bisschen anspannend, deshalb bin ich ein bisschen ruhiger.
Das wäre das. Halt dich nicht lang mit ihnen auf, Vito. Wir müssen ja. Wir haben doch Zeit. Also, immer dieser Stress. Scheiße, immer mehr von den Wichsern. Wie viele sind das denn noch? Ja, Joe, super. Ja, ich dich auch. Das war jetzt nicht so gut. ja. Ach komm schon. Verdammt, Joe, das verdankt wir dir. Oh Gott. Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Halt die Klappe und gib mir die Wichser auszuschalten. Ich bin Arsch hinter der Bar auf. Okay, vielleicht schneide ich das raus. Bist du verletzt? Das war's für dich! Gut so, Vito. Leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Komm schon. Keine Angst. Der geht schon drauf. Da habt ihr euch mit den Falschen angelegt, was? Ich bin einfach zu langsam. Scheiße. Ich bin zu langsam. So. Pass auf, sie schießen von oben. Genau. Versteck dich hinter Papier, Holz, was auch immer. So. Da ist noch einer. Zeig ihnen, mit wem sie sich angelegt haben, Vito. Da. Volltreffer. Sehr gut. Los, Vito, wir rücken nach. Also. Er hat eine Knarre. Schnapp dir den Kerl auf der Treppe. Wir kriegen ihn. Stirb. Oben im Fenster. So. Na los, Vito, mach sie platt. Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Los jetzt! Kannst du gehen? Von wo hat er geschossen? Na, wie schmeckt dir das, hä? Okay, es sind noch drei übrig. So. Noch zwei, dann haben wir's. Komm. Lass mir ein paar von den Drecksäcken übrig. Das euren Boss, dass ich ihn mir schnappe. Das gibt es nicht. Oh, Alter. Ja, ich werde das auf jeden Fall rausschneiden. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Okay. Kommt her, ihr kleinen Wichser! Pass auf, die schießen von oben! Kommt her, ihr Kleinen! Gebt auf! Na sowas, wer hat euch Wichsern in das Schießen beigebracht? So.
Los, so. Vito, wir rücken nach! Schaut ihr den Kerl auf der Kette! Aus, es gibt Deckung! Das ist für Henry, ihr Dreck! Oben im Fenster! So. Na, wie schmeckt dir das, hä? Wo denn? Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Na los, Vito, mach's den Plan! Hab gleich keine Kugel mehr! Nein, dann sind wir fertig. Gut, ich schneid's doch nicht raus. Das bleibt so, wie es ist. Nicht ein, verdammt. Ja, ich such Muni. Pass auf, da kommen noch mehr. Wir haben ihn. Komm raus. Vito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Hä? Komm der denn her? Ach so. Halt dich nicht lang mit ihnen auf, Vito. Wir müssen Wong finden. Was? Also. Was ist denn hier auf einmal los? Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Mein Gott. Oh. So. Kleines Sandwich hier. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. So. Zeig ihm, mit wem Sie sich angelegt haben, Vito. Na, mit mir. Ah, vernünftige Muni haben wir hier auch nicht. Das ist ja schön. Scheiße, reden wir mehr von den Wichsern. Wie viele sind das denn noch? Ach, ich hab noch jede Menge Kugeln. Schönen Grüßen von Onkel Joe. Von wo hat er geschossen? Hallo? So, Vito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Genau zwischen die Schlitze. Endlich. Wie wär's mit dem Safe Point? Gibt's hier irgendwas? Vielleicht Munition? Nein. Natürlich. So. Wir müssen uns beeilen. Ich habe gleich keine Muni mehr. Das sieht nicht gut aus. Wie nennt man das? Opiumhöhle? Kein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Hä? Wen?
schleichen wir uns da durch. Oh Gott. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut wird. Ach so. Gib mir Deckung. Da. Bin wieder da. Das ist alles? Dann blüht dir was. Also ich habe jetzt gerade echt gedacht, dass die netten Herren in den Kitteln einfach nur nette Herren in Kitteln sind und nicht irgendwelche schießwütigen Leute. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ja, das sage ich auch immer wieder. Los, Vito. Im Aufzug sind noch mehr von dir. Ich bin der Beste. Hundefutter. Ein bisschen. Ein bisschen. Komm. Hallo? Hä? Was? Was war das denn jetzt? Das war's für dich! Wir haben ihn! Hä? Gib mir Deckung, Vito! Okay. Es ist vorbei! Mehr kannst du nicht? Perfekt. Das war der letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und ja, klar. Wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Nein. Aber irgendwann müssen wir mal anfangen, ne? Warte. So, mal nachladen. Worauf wartest du? Ab in den Aufzug! Ja. Himmel, Herrgott. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht.
Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Gibt's hier sonst nichts? Vielleicht irgendwie einen kleinen Safe oder so? Gar nichts? Nichts? Ach schon, Vito. Rein in den Aufzug. Ja. Keine Geduld, der Typ. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Vito, komm her. Hier geht's raus. Ja, ich würde am besten niemandem mehr vertrauen. Oder so. Oh. Falsch abgebogen? Falsch abgebogen. Alles klar. Was haben wir hier? Wo willst du hin, Vito? Da sind wir reingekommen. Ich wollte nur... Echt? Ach ja. Oh, tatsächlich. Entschuldigung. Oh. Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Ist das dein Ernst? Kann ich da nicht... Oh, das wäre natürlich super, ne? Moment, ich mach gleich. Ich muss nur eben... Okay. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn aus. Gib mir Deckung. Roger. Hä? Gib mir Deckung. Wie hätte ich denn... Okay. Gut, bevor ich das jetzt nochmal versuche... Verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Ach was. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn aus. Alles klar. Ich will das nur mal eben ausprobieren. Das ist alles? Dann blüht dir was. Du bist mausetot! Okay. Okay. Gut, wir wissen, dass es klappt. Nächste Folge dann nochmal von vorne. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, wir haben sie abgehängt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.